Wie wäre es mit Energieplatten? Das Kriegsgebiet statt Kevlarplatten zu Energieplatten. Die laden sich mit der Sonne auf. Und statt hier so im Hals zu essen, krieg ich nicht Nahrung. Ist eine Pyramide für 117 Euro. Oh, da geht sogar ein Evakuoidite sind nach Doncroft. Doncroft? Der Vater von Lara Croft. Scheiße. Produkte, die aus Kunstharz eingebettete Metallspäne und Edelsteine. Ja, das war's. Kunstharz. Das ist einfach nur ein bisschen Kunstharz. Das ist voll billig eigentlich. Nein, nächstes Harz. Wobei das organische Harz als Katalysator dient. Wenn das doch Kunstharz ist, das ist doch nicht organisch. Ja, das hat sich aber echt cool. Wobei das organische Harz als Katalysator dient, um die negative Energie in Klammer DOR oder DOR, keine Ahnung, anzuziehen. Und in das Innere des Eugoniten zu leiten, um dort durch das anorganische Metall-Kristallgemisch in positive Energie, POR, umzuwandeln, um somit das Umfeld zu harmonisieren. Okay. Ah, und da gibt es sogar noch so eine Beispielrechnung. Was hat es hier mit... Oh nein, Beispielrechnung. Beispiel, ein Eugonit-Amulett von 20 Gramm hat natürlich ein anderes Resonanzvolumen als eine Eugonit-Pyramide von 1,5 Kilo. Während sich das Amulett direkt, also in Klammer, direkt am Körper getragen, in der Aura-Schicht des Trägers befindet. Haben die auch das gescheit definiert oder so? Ja, Moment. Nee. Und so eine Entfaltung findet. Kann eine Pyramide von 1,5 Kilo bereits für ein bis zwei Räume energetisch ausreichend sein? Guck mal hier. Allerdings müssen wir darauf hinweisen, dass es sich bei den Informationen zur Wirkweise ausschließlich um subjektive Wahrnehmungen, Erfahrungen, Einschätzungen und Meinungen handelt. Eine tatsächlich messbare Wirkung von Eugoniten, Kristallen und Edelsteinen auf den Mensch und Umwelt lässt sich derzeit mit keiner anerkannten wissenschaftlichen Methode nachweisen. Aus diesem Grund verkaufen wir unsere Eugonite ausschließlich als Deko-Kunstobjekte ohne nachweislichen Effekt. Da ist, und dann der nächste Punkt. Da ist dieser Satz, der es legal macht, das Verkaufen. Ja, dann der nächste Punkt ist auch, wo liegen die Anwendungsbereiche von Eugonite? Schutz vor Elektrosmog, Handy auf LTE, 4G, 5G und Mikrowellenstrahlung. Ah, ja. Das ist einfach so natürliche VPN, also das ist Schutz vor Handy. Schutz vor Hacker, die kommen nicht mal rein. Da kommt kein Bastian, der die Hash-Passwörter knackt. Ach ja, guck mal, das ist eine energetische Ladestation, um Ringe, Amulette und so weiter zu laden. Amulette? Ja. Kann ich aufladen. Solche plus 20 Lebenskraft-Amulette. Ja, genau die. die kannst du stacken und unsterblich werden. Ey, guck mal, die Hilfe sogar gegen den Klimaschutz, Leerung und Reinigung der Atmosphäre. Oh. Ah, die schaltet die Windräder aus in der Nähe. Oh, hier ist auch ein wichtiger Punkt. Wie spürt man die Eugonenergie, so. Die sind richtig ergonomisch. Ich hab mir einen ergonomischen Stuhl gekauft. Scheiß Stuhl aus Kunsthaus. Ist dieser Harz so viel mit Einsatz und hat seine Vor- und Nachteile. Aber ich glaube, das Polyester organisch ist. Ja, das glaube ich, dass Polyester hart ist. Das steht da nicht. Ja, Epoxid ist auch nicht. Also, es ist kritisch, hart. Aber es ist kein Harz. Epoxidharz. Ah, guck mal. Also, die Polyester. Die hätten einfach Schleim für ein Polyesterharz. Also, du kannst nicht so viele Eugonite haben. Natürlich nicht. Das schreien die explizit auf der Webseite. Ja, du sollst auch möglichst viele kaufen.
Das sind solche Huren, sind wir ganz ehrlich. Aber du sollst die alle im Haus sinnvoll verteilen, um gleichmäßiges Orgonfeld zu erzeugen. Ja, ja, okay. Viele Anwender berichten gerade am Anfang des Kontakts mit Orgoniten von Albträumen, Kopfdruck, Symptomen und oder Durchfall. Das war giftiges Zeug. Ja, das ist einfach so strahlend. Uranreiches Fall. Cäsium. Ich frage mich, kommt das aus Amerika oder hat das auch Deutschland teilweise erfunden? Es kommt aus Amerika, ganz klar. Nee, aus Uganda. Alles Gute, alles Gute kommt aus Amerika. Ich hab verstanden, aus Uganda, Alter. Da kommt nur Knuckles her. Ja, du kannst es auch selber machen. Du kannst doch nur so ein Baukit kaufen. Nee, was ist das? Oder man kann es einfach lassen. Also Simon schreibt so einen scheiß Katalog, ich bin in einer Crashersäule bestelle, damit ich mich freue. Funktioniert der Cloudbuster auch ohne den Klinkenanschluss? Ich muss nicht mit abspielen. Wir bieten unseren Kunden mit der Buchse zusätzlich eine Option, um eigene Frequenzen, Töne, Affirmationen und so weiter mit dem Orgoniten einzubauen. Hallo, ich stell mir so eine Akasha-Säule her, dann lasse ich über die Akasha-Säule hier Kanal Telemedia laufen. Ah, hier, wenn ein 15 Kilogramm Cloudbuster mit einem 2 Meter Kupferrohr einen 25 Kilo Cloudbuster mit einem 40 Zentimeter Kupferrohr gegenübersteht, dann hat der 25 Kilogramm schwere Cloudbuster trotzdem viel mehr Power als der verlängerte 15 Kilogramm Cloudbuster. Eine Verlängerung über 2 Meter macht jedoch was? Junge, ganz ehrlich, du wirst da die ganze Zeit dicht gelabert und du glaubst dann einfach irgendwann den Scheiß. Kann man die Kupferrohrverlängerungen auch bei Ihnen erwerben? Ja, das ist möglich. Sprechen Sie uns einfach an. Aber ich weiß jetzt, wie die Cloudbuster funktionieren. Ach, wir wollen was dazu klären. Ja, dann hol mal Bastian bitte die Kupferverlängerung, ihr braucht die ganz dringend. Du musst Essig-Essenz in das. Was ist Essig-Essenz? Das ist tatsächlich, gibt's das und das hat auch einen Nutzen. Das ist ja wahrscheinlich richtig. Ja, da kannst du Mücke mitfangen. Ja, und vor allem kann ich Unkraut töten damit. Die brauchen das dafür, also die stellen das auf ihre. Wie hieß das Ding? Den Cloudbuster. Auf diesen Cloudbuster drauf, das ist ein Schälchen, das befüllen wir damit. Und dann wird es erhitzt und das transportiert die Orgonenergie. Also damit die Orgonenergie die Essiginformation in die Höhe von 1000 bis 10.000 Meter transportieren kann. Endlich Information. Ich hab keine Ahnung. Hat mit der Hawking-Strahlung zu tun. Echt? Ah, die haben sogar eine Erklärung, warum die Dinger nicht 100% eben sind. Warum? Weil alle Orgonite von Hand in unserer Manufaktur gefertigt werden. Ah ja. Und können nach dem Aushärtungsprozess oder dem Schleifen gleiche Unebenheiten aufweisen. Eine deutsche Manufaktur? Die Funktionalität ist trotzdem zu 100% gegeben. Bei so einem Müll muss mit deutscher Handwerkarbeit flexen. Made in Germanien. Ja, muss ich mir direkt alle Orgoniten zulegen? Ja. Ja? Nein. Alle zweimal. Das kann auch erst nach und nach erfolgen. Anfangs reichen schon 2 Orgoniten aus und es ist keine weitere Anschaffung nötig. Junge. Kauft unseren Scheiß. Die unterstütze Cross-Plattform. Sind Orpalit-Orgonit kompatibel mit Harmonisierer oder Elektrosmog-Schutzgeräten von anderen Anbietern? Ja. Alter, das ist fein. Ja, unsere Orgoniten sind mit jeglichen Geräten von anderen Anbietern kompatibel, da es sich bei der Orgonenenergie um Lebensenergie handelt.
und diese sich in jedem Anwendungsfall positiv auf den energetischen Harmonisierungseffekt auswirkt. Junge, Junge, Junge. Das tut einfach nur noch weh. Ich habe sehr, sehr starke Schmerzen. Telemedial. Kanal.